Hallo ihr Lieben, David am Start hier für euch. Heute geht's um zwei Legenden, die die Gemüter Deutschlands spalten. Ausgestattet mit Fahrradhelm und strammen Waden sorgen sie auf den Straßen Kölns für Recht und Ordnung. Denn man darf natürlich nicht mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren und im Auto laut Musik hören geht auch gar nicht klar. Leiser! Sie kriegen ja sonst nichts mit. Und Autos dürfen auch nicht aufheulen, obwohl man es selbst irgendwo feiert. Geiler Sound! Geiler Sound, aber bisschen zu laut, ey. Bußgelder haben sie immer am Start. 55 Euro Verwaltungsgeld. Wofür denn? Der ADAC-Abschleppdienst ist stets nur einen kurzen Anruf entfernt und Ticker sind vor ihnen auch nicht sicher. Ralle, hier riecht's nach Gras irgendwo. Guck mal genau, was die Jungs da machen. Irgendwas riecht hier nach Gras. Für intensive Verfolgungsjagden sind sie sich auch nicht zu schade. Halt, stehen bleiben, Polizei! Es geht um die legendären Fahrradcops Mertens. So, schönen guten Tag. Nachtens, mein Name. Fahren Sie mal rechts ran. Und Jochheim. Tag, mein Name ist Jochheim von der Polizei in Köln. Ich spreche Sie an, weil Sie auf dem Gehweg fahren. Two, four, guts! Kommen wir kurz zum Sponsor des heutigen Videos und das ist mal wieder Blinkist. Blinkist ist eine App mit Kurzzusammenfassungen von Sachbüchern, die ihr entweder lesen oder euch anhören könnt. Es gibt extrem viele Kategorien, wie zum Beispiel Psychologie, Geschichte oder Wissenschaft und regelmäßig werden neue Sachbücher hinzugefügt. Meine heutige Empfehlung für euch ist die 1%-Methode von James Clear. Unter www.blinkist.de/twoboardguys kriegt ihr 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo. Außerdem könnt ihr das Abo eine Woche lang kostenlos testen. Wir sind mal wieder bei Spiegel TV gelandet, die wie immer einen phänomenalen Job machen, Deutschland und seine Bürger zu dokumentieren. In Reportage um Reportage haben sie die Fahrradcops begleitet und ihr kennt's wahrscheinlich, darin kann man sich so richtig verlieren. Mertens und Jochheim sind also mit ihren Bikes unterwegs und versuchen die Verkehrssünder Kölns zu packen. Und uff, das Leben als Fahrradcop ist nicht leicht. Es gibt so viele Verstöße. Fahrradfahrer auf Gehwegen, Fußgänger, die auf Radwegen laufen, Fahrradfahrer, die rote Ampeln missachten, Fahrradfahrer, die freihändig fahren, zu laute Autos. Die Liste ist super, super lang. Und wenn sich mal jemand daneben benimmt, heizen sie direkt mit ihren Fahrrädern hinterher. Schauen wir uns einen typischen Fall von den beiden einfach mal genauer an. Der Typ in der blauen Jacke fährt hier gerade über die Straßenbahnschienen. Guck mal, der ist bei Rot gefahren. Hat er es gerade gesehen. Hallo! Hallo! Der haut ab. Ich komm hinterher. Boah, guck mal, der fährt. Halt, stehen bleiben, Polizei! Und jetzt gibt's eine richtig spannende Fahrradverfolgungsjagd mit allem, was man braucht. Erstmal gibt's einen heftigen Rückschlag. In all der Hektik hat Jochheim sich nämlich das falsche Fahrrad gepackt und muss jetzt mit dem von seinem Kollegen fahren. Nicht mein Fahrrad, aber ein kriegen wir. Halt, stehen bleiben, Polizei! Bleiben Sie stehen! Letzte Aufforderung! Aber auch die letzte Aufforderung, wer hätt's gedacht, ignoriert der Flüchtige einfach. Der andere Cop ist mittlerweile auch auf dem Fahrrad und kann immer noch nicht fassen, was da gerade passiert ist. Unglaublich! Polizei sehen und dann noch schneller werden? Irgendwann verlieren die Fahrradcops den Dude dann leider komplett, aber davon lassen sie sich natürlich nicht unterkriegen. Deshalb fragen die beiden Anwohner, ob sie vielleicht was gesehen haben. Ist hier ein Radfahrer vorbeigekommen? Bitte? Radfahrer vorbeigekommen in der blauen Jacke? Ein Radfahrer in der blauen Jacke? Ja. Okay, alles klar, danke. Alles klar, danke. Durch Zufall taucht der Dude dann irgendwann wieder auf. Er versucht dann noch ganz asozial über so eine vielbefahrene Hauptstraße zu fliehen, aber auf einem Parkplatz kann Mertens ihn dann endlich stoppen. So, stopp, Polizei! Stehen bleiben! Ich kann nicht mehr, ich hab auch. So, was soll die Scheiße? Hä? Ich hab mal gehört, ich steigert nicht das Strafmaß, wenn man wegfährt. Bitte? Steigert nicht das Strafmaß, wenn man wegfährt. Nö. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber ich merke schon, du bist... Die Ausrede war eher so, meh. Deshalb wird der Dude jetzt erstmal ordentlich dafür gedisst, dass er gepackt wurde. So, was ist? Übersäuert oder was? Du hast ein bisschen zu kräftig reingetreten, Junge. Ne? Nicht trainiert. Das ist der Unterschied ey, zwischen dir und uns. Hat dabei wahrscheinlich vergessen, dass es eigentlich nur Glück war, dass sie ihn wiedergefunden haben. Aber ist ja auch egal. Der Dude wird auf jeden Fall ordentlich weitergehatet. Wie kann man so blöd sein? Vor der Polizei abhauen. Wann haben Sie den letzten Joint mal geraucht? Gar nicht. Wie gar nicht? Ich rauche. Nicht rauchen? Genau. Ich bin Sportler, wie Sie festgestellt haben. Ja, aber kein guter. Uiuiuiui. Da haben sie natürlich ordentlich Frust, aber es gibt noch mehr, nämlich das volle Programm. Sie kriegen von mir das volle Programm, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich habe Sie mehrfach aufgefordert anzuhalten, mehrfach. Für die gefahren sind, geht das überhaupt gar nicht. 01 für 71. Geht gar nicht.
Uff, da spricht die pure Enttäuschung aus Jochheim. Das findet er einfach menschlich unter aller Sau. Sie geben dem Straßenverkehrsamt dann Bescheid, dass man dem Dude am besten den Führerschein entziehen soll. Und als er dann einheizt, kriegt er nochmal ordentlich Lack mit. Er fährt da mit seinem Klapperrad. Völlig die Muskeln übersäuert. Der saß auf dem Boden, war nur noch am Zittern. Ne? Gut, das war jetzt mal ein typisches Beispiel eines Einsatzes der Fahrradcops. Jemand benimmt sich im Verkehr daneben, die Cops jagen mit ihren Bikes hinterher, droppen dabei Fanny Allmann-Statements und fangen irgendwann die Übeltäter. Die Übeltäter werden dann zu Recht bestraft und kriegen ordentlich Shit. Und diese Gespräche sind so feierbar, weil die Leute so überhaupt nicht einsehen, dass sie was falsch gemacht haben und die Polizisten so reagieren, als würde die ganze verdammte Welt untergehen. Aber an dieser Stelle muss man kurz mal sagen, die Fahrradfahrer kommen eigentlich meistens ganz gut davon. Am allerallerschlimmsten finden die Fahrradcops zu laute Autos. Plötzlich gibt jemand auf dem Mittelstreifen Vollgas. Punktekonto in Flensburg war okay. Das war der von eben, Markus. Dabei verlassen sich die Cops natürlich auf ihr geschultes Ohr. Wenn dann mal das Radar anspringt, hält die Fahrradsheriffs fast nichts mehr auf dem Sattel. Mertens jagt hinterher. Trotz des Kavalierstaats erwischt er den Autoposer. Und solche Autoposer, die haben es safe nicht leicht. Jonas und ich kennen es selber. Unsere Sportwagen fahren wir genau deshalb nur noch auf unseren privaten Strecken. Wenn Sie Probleme mit dem Gaspedal haben, dann werden wir jetzt gleich mal das Wort suchen, okay? Ich habe das letzte Jahr nur Leute wie Sie aus dem Verkehr gezogen. Und Sie wissen, was hier los ist in der Innenstadt, ne? Wenn die Polizei dir sagt, dass wir jetzt gleich mal das Wort suchen, ist in der Regel auch schon komplett vorbei. Ich will gar nicht wissen, wie die reagieren würden, wenn wir mit unserem kleineren Heli in der Kölner Innenstadt landen würden. Ja, weil er ein bisschen zu laut war eben, glaube ich. Zu schnell kann er da, ich wollte den einen umfahren. Zu schnell hat keiner gesprochen. Überhaupt okay. Nicht. Ja, aber ein bisschen laut, aber ist Porsche, ne? Ja. Ja, nee, das ist ihr Fuß, ihr rechter Fuß. Die Cops wollen dann wissen, ob der Wagen frisiert ist. Der Fahrer macht deutlich, dass er nichts am Wagen gemacht hat, weil... Das ist Porsche, Porsche Boxer S. Ja. Er ist von Porsche original. Porsche, 100 Porsche gekauft habe. Anscheinend straight von Sylt in die Kölner Innenstadt. Und der Fahrer sagt die Wahrheit, am Auto ist nichts frisiert. Aber ein Bußgeld, das gibt's selbstverständlich trotzdem aufgedrückt. So, die 55 Euro zahlen Sie nicht dafür, dass das Auto zu laut war, sondern die 55 Euro zahlen Sie für die Einstellung in Ihrem Kopf in Verbindung mit dem Gaspedal. Ja, aber das ist wirklich ein Argument. 55 Euro für die Aktion, eventuell ein bisschen happig. Die Polizei ist anscheinend mal wieder nur hinter den Reichen und Schönen her, die wie so häufig absolut nichts falsch gemacht haben. Eigentlich brauchen wir nämlich mehr breite Straßen in deutschen Innenstädten, auf denen man seine teuren Sportwagen auch mal wieder ungestört ausfahren kann. Der Porsche-Fahrer weiß auch direkt, woran es gelegen hat. Vorher schon BMW gehabt, da war kein Problem. Aber ein Porsche musste zahlen. Feierbarer Dude, auch absolut meine Meinung. Wenn es um Drogen geht, verlassen sich unsere beiden Cops nicht auf ihr Gehör, sondern auf ihre Nase. In einem Park ist eine Gruppe junger Männer ganz, ganz, ganz verdächtig am Rumlungern und auf einmal wittert Mertens Gras. Schon wieder. Ich rieche schon wieder was. Irgendwas riecht hier. Gras hier, immer wieder. So eine. Leute, ich rieche hier Gras. Gerade rieche ich hier. Immer wieder was. Ne? Irgendeiner hat Gras dabei oder hier liegt irgendwo was? So, Ralf, wenn ich mich bücke, hier riecht's, ey. Hier unten, hier riecht's nach Gras. Hier. Irgendwas riecht hier nach Gras. Guck mal da rein. Keine Sorge, Mertens hat in diesen Szenen keine Weed-Psychose oder so. Seine Spürnase liegt natürlich richtig. Hey, ich hab's hier. Hey, hey, Treffer. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Uff, auf der Wache wird der junge Mann dann nochmal komplett gefilzt, gesteht alles, wird dann aber wieder freigelassen. Jetzt droht ihm nur ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln. Hooray. So, liebe Gang, das war's auch schon mit diesem Video. Cops haben uneinsichtige Menschen mal wieder in ihren Vorurteilen gegenüber der Polizei bestärkt, aber sie eben auch teilweise vernünftigerweise bestraft. Wir finden Mertens und Jochheim auf jeden Fall sehr unterhaltsam, aber können es auch nachvollziehen, wie unfassbar belastend es sein muss, angehalten zu werden, wenn man mal bei Rot über eine Ampel geht. In diesem Sinne, schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht, passt auf, dass euch die Fahrradcops nicht erwischen, feiert gut und Case closed. Say it how you feeling right now. Say it.